بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, der Prophet عليه الصلاة والسلام sagte: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. Das, was ich am meisten für meine Umma fürchte, ist der kleine Schirk. Da fragten sie ihn: Was ist der kleine Schirk? Da meinte der Prophet عليه الصلاة والسلام: الرياء, die Augendienerei. Das heißt beispielsweise, dass man eine Tat macht, aber man macht diese Tat nicht, damit Allah mit einem zufrieden ist, sondern macht die Tat, damit man von den Leuten dafür gelobt wird. Möge Allah uns dafür bewahren. Und einige der Salaf haben gesagt, das, was für sie am schwierigsten zu bewerkstelligen war, war diese reine Absicht. Man bekommt sie in erster Linie durch, dass man das Ziel nie aus den Augen verliert. Und dass man Dua macht. Der Prophet ﷺ hat eine spezielle Dua beigebracht. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa na'alam wa astaghfiruka lima la a'lam. Oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir, dass ich dir jemand beigeselle, während ich es weiß. Und ich bitte dich um Vergebung für das, was ich nicht weiß. Und das Problem ist, dass es oft versteckt ist. Und es gibt verschiedene Arten davon. Ja, einmal, dass man es von vornherein direkt mit der Riya macht. Die Tat ist komplett kaputt. Und dann, dass die Tat währenddessen vom Scheitan kaputt gemacht wird. Man ist gerade im Gebet, man hat das Gebet begonnen, um es für Allah zu machen. Und dann kommt auf einmal der Scheitan rein und sagt, ah, guck mal, jetzt sehen die dich gerade, mach den Sujud etwas länger, lies etwas schöner. So, das heißt, erstmal immer wieder Koran lesen, immer wieder auf das Ziel konzentrieren, zweitens Dua machen. Und drittens versuchen, einige Taten zu machen, von denen keiner weiß. Von denen keiner weiß. Damit wenigstens etwas am jüngsten Tag übrig bleibt. Denn der Prophet sagte, dass Allah sagt in einem heiligen Hadith, Anna arna shurakai an shirk. Man amila amalan ashraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Wer eine Tat, ich bin erhaben dafür, dass man mir jemanden beigesellt. Wer also eine Tat macht und in dieser Tat, also das ist ja eine Tat für Allah, gesellt mir jemanden bei, so verlasse ich ihn und seinen Schirk. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Hier ist übrigens etwas festzustellen. Eine Tat zu zeigen, ist nicht unbedingt ein Zeichen für Riya. Das ist etwas, was viele falsch verstehen. Wenn ich die Tat zeige, um gesehen zu werden, im Sinne von umgelobt zu werden, um meinen Lohn von den Menschen zu bekommen, nicht von Allah, dann ist es Riya. Wenn ich aber die Tat zum Beispiel zeige, um andere dazu zu motivieren, die Tat nachzumachen, dann ist das kein Riya. Deswegen ist es manchmal gut, öffentlich Taten zu machen, wenn man Leute, und gerade in der Dawa ist das ziemlich schwierig, da ist es sehr häufig sehr wichtig, Taten öffentlich zu machen. Und man sollte sich immer welche im Geheimen für sich alleine behalten. Das ist meine Botschaft von heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle zu aufrichtigen Dienern machen. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.